Willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Und einmal kurz vorweg, nicht dass ihr euch wundert, ich habe ein paar Sachen freigespielt, die eigentlich fast die komplette obere Reihe. Und zwar teilweise oder größtenteils im Universe Mode, den ich angezockt habe, um halt, wie gesagt, wenn ich mit dem Attitude Era Mode fertig bin, möchte ich so gut wie alles freigeschaltet haben. Ein paar Sachen fehlen mir noch, die werde ich aber offscreen auch noch weitermachen. Nur dass ihr halt wisst. Ich gehe einmal kurz durch. Booker T, dafür muss man das King of the Ring Turnier einmal durchspielen. Kann man abkürzen, indem man nur vier Teilnehmer benutzt. John Laurinaitis, eine eigene Show und einen eigenen Pay-Per-View im Universe Mode erstellen. Cruiserweight Championship mit Rey, oder also mit Rey Mysterio oder Sin Cara einen Titel im Universe Mode gewinnen. Wichtig! Das Universe selber muss es gebookt haben. Also wenn ihr das einstellt, das Titelmatch, bringt das, glaube ich, nichts. Also, es muss selber gebookt sein. Die WWE Tag Team Championship von 2002 bis 2010 und die World Tag Team Championship von 2002 bis 2010 einfach ein eigenes Tag Team erstellen. Schon habt das. Rated R Championship bekommt ihr, indem ihr einmal den Money in the Bank Koffer einlöst. Auch einfach. Die ECW Championship von 2008 bis 2010 bekommt ihr, indem ihr einen Titel bei Extreme Rules gewinnt. Und die WWE Championship von The Miz bekommt ihr, indem ihr mit The Miz den WWE Titel gewinnt. Muss aber alles auch vom Universe Mode gebookt sein. Also nix selber umstellen. Gut, das war's auch mit den Unlockables. Wir gehen weiter in die Attitude-Ära, in die Austin-Story, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren allerdings bei einem Bonus-Match. Wir haben Kane gegen den Undertaker bei WrestleMania 14 gezockt und haben ein weiteres Bonus-Match freigeschaltet. Undertaker gegen Kane im Inferno-Match. Und das wird als nächstes gezockt. Ja, einmal Undertaker gegen Kane bei In Your House Unforgiven. Der WrestleMania Rematch, ja, das ist ein WrestleMania Rematch zwischen dem Undertaker und Kane, aber im allerersten Inferno Match. Wir müssen einen Signature Move, einen Chokeslam, gekämpft für Critical. Okay. Sollte machbar sein. Steht jetzt nichts großartig Schwieriges. Ich finde es ja viel. Ach so, ja. Egal. Hab jetzt den Kommentar von Jim Ross übersprungen, aber. Ja, wie gesagt, die Entrances interessieren mich sowieso nicht so wirklich. Lieber ist mir jetzt das Inferno-Match selber. Was ich viel wichtiger finde, dass das. Oh, sogar mit Bunsenbrenner diesmal da unten an der Ringmatte. Das haben sie auch neu. Dass der Ringsprecher Tony Schimmel ist. Und nicht Howard Finkel, wie in der richtigen Attitude-Ära. Dass sie ihn nicht dafür eingesprochen haben. Und jetzt braucht man mir nicht sagen, dass der nicht dafür zur Verfügung stand. Gibt doch genug WWE-Games, wo Howard Finkel dabei ist. Legends of WrestleMania, ich meine sogar bei WWE All-Stars vor kurzem erst. So. Und so mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe viele geile Matches, wo ich den Universe-Mode mal getestet habe, gehabt, die über 10 Minuten gingen. Also, ich habe ja, wie gesagt, ganz zu Beginn dieses lachhafte Epic-Match gehabt. Und mittlerweile ist es doch schon schwieriger. Also, das ist halt nur ein kleiner Bug, finde ich, bei den Konterpins, die ich da benutzt habe. Sollte man das zweimal hintereinander gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Gegner gepinnt wird. Okay, Roll. Nee, ich werde ihn jetzt nicht versuchen, irgendwie zu... nicht versuchen, in die Flammen zu werfen. Ich will ja meine Sachen freischalten. Dafür mache ich dieses Bonus-Match ja nur.
Weil der Universe Mode macht wirklich nur Bock, wenn man alle Attitude Stars freigeschaltet hat. Und ich werde auf jeden Fall den Attitude Era Mode auch let's playen. Also jetzt einmal hier den Attitude Era Mode, den Story Mode und dann noch ein Jahr im Universe. Also nicht endlos, sondern nur ein Jahr. Sind genug Shows, auf jeden Fall kriege ich 50 Folgen mit Sicherheit zusammen. Und die Folgen werden sehr lange gehen, da ich eine komplette Show immer in einem Video machen werde. Außer die Show würde zu lange dauern, dann werde ich sie splitten. Hatte ich ja schon mal bei WWE 12 so vor. Und hier wird es dann jetzt halt so realisiert. Aber jetzt erstmal hier Universe weiter, Attitude Era weiter zocken. Meine Herren, hält der Kerl viel aus. Und der Belly-to-Belly-Suplex hier von Kane. Mir gefallen diese Attitude-Begegnungen. Deswegen müssen die Attitude-Stars schon in den Universe-Modus. Das muss einfach so sein. Und jetzt kommt der... So, und jetzt ist der schon mal fertig. Dann kann ich gleich auch den Chokeslam mal... Der Chokeslam ebenfalls. Und jetzt ist der Kerl erst auf Light. Das müsst ihr euch mal reintun. Also Kane jetzt noch auf Critical. Und ich schätze mal, danach müssen wir ihn einfach noch in die Flammen werfen. Kann man eigentlich rausgehen? Ja, kann man, aber das bringt nicht wirklich viel. Das Inferno-Match haben sie wohl echt verändert. Weil es ist keine Gradzahl mehr im unten rechts. Und das war ja sonst eigentlich. Zack, auf Moderate ist er schon mal. Ist einfach als das letzte Match gegen ihn. Geht aber auch schon hier knapp 7 Minuten die Folge. Fuck. Das war... Fail. Der Leg Drop. Kane has been thrown outside. Oh, Kane's out of it. He doesn't know where he is. Warte. Super. Ah. Das war schön inszeniert. Hat mir gefallen. Und damit freigeschaltet Undertaker 97 bis 98 und die Unforgiven 98 Arena. Schön. Ich würde sagen, wir gehen einfach sofort ins nächste Event, oder? Jo. Ach ja, übrigens hier jetzt in der Timeline die Austin McMahon-Fehde eingeblendet. So sieht man wieder, wie die WWF damals wirklich das Ganze in die Hand genommen hat. Leider gerade wieder eine Cutscene dabei, aber okay. Nun ja. Dude Love hat sich gegen Steve Austin gewendet, hat sich für Vince McMahon entschieden und ist so Number One Contender auf den Titel geworden. Jo, und wir dürfen jetzt dieses Match spielen. In Green Zorro, NC, North Carolina. Und dann nun einmal Austin. Mit welchem Titel? Mit dem... Ja, mit dem. Auf den Attitude Moment bin ich dann mal gespannt. Ja, WWE Championship ist in Ordnung. Der Titel fehlt uns auch noch. Es sind sehr viele Titel dieses Jahr mit drin. Also, und vor allem im Universe Mode die Statistiken. Das ist so göttlich. Oh, ich freue mich richtig auf das Let's Play. Zum Universe Mode. Hide an Object, gut, und dann Win by Pinfall, gut.
Das heißt aber, ich muss erstmal hier mit Dude Love Schlitten fahren. So. Well, I think that Dude Love's gonna make an idiot out of Austin tonight. Look at Dude Love. He's got a new hairstyle. His hair's frosted. He's really into this Dude Love persona. So, ja. Also Dude Love nicht wirklich der Top-Gegner hier von Austin, aber okay. So bringt man Foley wenigstens wieder mit in die Attitude-Ära, wo er ja definitiv meiner Meinung nach richtig geile Matches geliefert hat, aber mehr als Cactus Jack als Dude Love. Schöner Inverted DDT hier. Alter. Und jetzt der Suplex. Plus der Bulldog. Jetzt beißt er ihm wieder in die Glatze, dieser eklige. Hier der erste Atomic Drop. Nein, ach Mann, ich wollte springen. Hab aber zu spät reagiert. Hier der Spinebuster. Noch einmal. Ach, dann halt nicht. Dann halt der Backbody Drop. Das Powerbomb oder was kriegt er hin? Ne, ein Piledriver. Schön noch ein Elbow Drop hinterher. Ja, und so langsam hat er so das. Hat er den Status, dass er einiges kassiert hat. Da ist wieder die Clothesline. Jetzt ist er auch mehr. Na, geschädigt, wollte ich schon sagen, aber wer so rumläuft, naja, der braucht auch nicht viel erwarten. Ich schätze mal, der WWE-Moment, der Attitude-Moment wird freigeschaltet, wenn ich hier den Finisher bekomme. Oder halt den Signatur-Move, eins von beiden. War ja bis jetzt häufig so. Der Body Slam, oder der Scoop Slam, wie man ihn jetzt nennen will. Ein zweites Mal und wieder ein paar Schläge in den Kopf. Bluten soll die Sau. Und schön in die Mitte des Rings. When Vince McMahon was the center of controversy in what some thought would change the course. So. Well, in my opinion, ich kann mich aber auch nicht erinnern, hat Dude Love den Titel gewonnen? Nee. Nein. Nur als Mankind, glaube ich, dreimal insgesamt. And that's not an overdramatized statement. Austin spots the opening. Und zack. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Dafür hier nochmal der Bulldog. Da ist er. McMahon. Und der Stunner.
Die Highlights finde ich echt teilweise richtig genial. Vor allem, wenn man sieht, wie die saften dieses Jahr. Also wirklich, die bluten teilweise wie Hulle. Das sieht man am besten, wenn man jetzt so einen wie Austin hat. Und dann halt solche richtig harten Matches führt. Got it. Hidden Object immer noch. Sauber! Und zack, rein mit dir. Ich will das Match gewinnen. Vor allem die Folge ist eigentlich schon längst zu Ende und jetzt fängt das an zu ruckeln. Ja! Vor allem, weil er selber den Count gezählt hat, ne? Den Pin. Aber okay, Austin weiterhin WWE Champion. Ich habe jetzt das F auch mal ganz klischeehaft rausgenommen. Dude Love freigeschaltet. Sauber. Das ist doch super. Und ich würde mal an der Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Let's play WWE 13. Tschüss.